Wir sind jetzt hier am Stand von Le Foyer Coeur und stehen vor dem LVXH 7.9 CF. Auf Daimler-Basis gibt es auch auf Fiat-Basis, da heißt er ein bisschen anders. Preis ab 157.900 Euro. Hat schon einige serienmäßig verbaut und ich glaube, den schauen wir uns jetzt einfach mal an, Ursi, oder? Ja, also kommt mit uns rein. So, jetzt schau mal, ob du da an die Frontscheibe rankommst. Geht oder ist zu weit? Zu weit. Ist zu weit. Ich komme kaum vor, ja. Trotz Haube ist es etwas zu weit. Es liegt wohl daran, dass das Fenster ziemlich weit vorgebaut ist. Aber das Cockpit ist durchdacht, das muss man sagen. Denn wenn man hier die Klappe aufmacht, dann sieht man, das sind schon mal drei USB-Stecker und das ist schon mal vorbildlich. Dann sieht man einen weiteren USB-Stecker hier an der Türe. Und hier ist ein Monitor. So wie es aussieht, ist der Rollo vorne elektrisch, weil da ist nirgends eine Möglichkeit, ihn runterzumachen. Also der geht elektrisch runter. Und da sind die Seitenrollos. Das hier im Fahrerbereich schaut ein bisschen schlicht aus, aber gut, der Fahrer soll sich ja eh auf den Straßenverkehr konzentrieren. Was ist das hier noch für eine Kamera? Also ich denke, das ist die Rückfahrkamera oder die Spiegelkamera, denn das haben wir ja uns sagen lassen. Ich weiß nicht, ob so ist, dass beim Le Foyer Coeur oder Le Foyer. Ja, genau. So ähnlich, ja, so wie Le Foyer Coeur, ja. Ja, Voyageur heißt da. Ah ja, sowas. Genau. Da soll angeblich gleich im Spiegel eine Kamera mit verbaut sein. Wie können wir nicht garantieren, das ist uns nur von einem Le Foyer Coeur Fahrer gesagt worden. So, also Mercedes-Cockpit gibt es aber auch auf Fiat-Basis und wir schauen dann auch noch in Fiat rein, denn das ist hier ein Fahrzeug mit Queensbett und Queensbett ist ja nicht in unserem Beurteilungsschema. Nein, wir möchten lieber Längsbetten. Wir haben Einzelbetten immer, weil wir am Fenster schlafen wollen. Mögen tun wir uns trotzdem. Also hier haben wir das ganz normale Mercedes-Cockpit, wahrscheinlich auch mit allen Assistenzsystemen. Und es macht einen guten Eindruck, bis auf einen Punkt, der uns ein bisschen stört, weil irgendwas Kritisches müssen wir immer bringen, sonst wäre es ja nicht unser Kanal und sonst würde man nicht geschimpft werden, ja? Außerdem wäre ich jetzt nämlich hier fast drunter gestolpert. Ja, hier gibt es eine kleine Trittstufe. Eigentlich sogar zwei kleine Stufen. Und das eine hat zwar den Vorteil, und so wird man es auch begründen, da kommt ein Auslass für die Heizung. Aber es ist meines Erachtens eine schlechte Begründung. Ihr solltet bei dieser Preisklasse eigentlich gar keine Stufe mehr drinnen sein. Ja, also ich wäre jetzt fast runtergestolpert, weil ich da Ja. gar nicht drauf geachtet habe. Aber gut, wenn man das Da werde Fahrzeug mal jetzt kauft. wahrscheinlich Zuschriften kriegen, dass man sich daran gewöhnt. Ja, wenn man das Fahrzeug kauft, dann weiß man es und dann geht man vorsichtig damit um. Wir wollen es jetzt mal nicht zu kritisch betrachten, denn so macht das Fahrzeug eigentlich einen guten Eindruck. Und ja, auch vom Design. Wir haben ja die außen die Bilder schon gezeigt. Sieht es eigentlich auch recht ansprechend aus. Schauen wir mal weiter durchs Fahrzeug, Jose. Ja. Die einfachsten Lösungen sind oft die besten, nämlich ein einfacher Klapptisch. Langt vollkommen aus und man hat dann auch entsprechend Platz, wenn man mal essen will. Ja, hier Face to Face, das gefällt mir ja eigentlich immer noch ganz toll. Ja, wir wissen es nicht, also wir haben jetzt schon in der Praxis gehört, dass Leute, die Face to Face haben, nicht in der Praxis das Erlebnis hatten, was sie sich in der Theorie versprochen haben. Aber wie gesagt, wir haben da keine Erfahrung. Nein. Wer vielleicht, wenn von euch einer Face to Face hat,
Vielleicht schreibt ihr mal eure Berichte dazu. Ich finde es optisch schön. Ja, und man sieht sich dann auch. Ich schaue mir die Ossi immer gern an. Bei der anderen Lösung sehen wir uns ja auch. Sitzen wir uns ja auch gegenüber. Ja, aber da sehe ich nicht so direkt die Front von der Ossi. Nein, das gehört nur dazu so. Es hat dann zwei Flammenherd. Wenn man eine Induktionskopfplatte nimmt, dann langt es eigentlich auch, wenn man die zusätzlich hat. Mit drei Flammen koche ich sehr selten, aber dafür bringen wir zwei Pfannen drauf. Schauen wir uns mal an die Küche, oder? Ja. Ich muss da wieder den Tisch umklappen. Ja, sonst komme ich nämlich nicht raus. Jawohl, ein bisschen rüberziehen und schon ist die Ossi da. Ach, ist ein bisschen arg eng hier. Ja. So, da sieht man schon hier eine kleine Ablage und die Ambientebeleuchtung. Logo darf nicht fehlen. Mhm. Was sagt die nicht kochende Hausfrau dazu? Sieht ganz gut aus. Schöne Ablage hat man da. Ja. Ist also, ja, müsste reichen, Waschbecken für einen großen Teller, denke ich. Kann ich jetzt vielleicht abschätzen, sieht ein wenig klein aus, aber vermutlich reicht es aus. Schön mit Ablage, ist doch alles gut. Wie geht das jetzt hier wieder? Ah ja. Ah ja. Okay. Ja. Schön mit Rüttelkante und alles so, wie es sein soll. Prima. Geht das jetzt? Ja, und geht auch selber zu. Wunderbar. Alles in Ordnung. Da ist noch ein großes Fach. Kann man wahrscheinlich auch einen Backofen reinmachen. Und der Kühlschrank steht nicht mehr am Boden. Nein, Dometic. Ja. Standardkühlschrank, gefrierfach, aber es ist kein Backofen dabei. Nein, aber das ist ja oft Option. Ja. Mhm. Aber das ist kein Fach hier unten. Nein. Ich denke, da ist Technik drin. Da ist Elektrik drin, ja. Ja. So, dafür hat man hier noch seitlicher Fach. Ja, klar. Das ist schön. Und wie geht die Besteckschublade. Das ist Zentralverriegelung. Ach, das ist wahrscheinlich. Die Verriegelung, ja, ja, genau. Achso, das ist wegen der Spüle natürlich. Ja. Was ist das? Auch irgendeine Abdeckung. Ja. Was es sein soll, keine Ahnung. Ja. Ach, machen wir das große auf oder geht das große? Ist da? Ja. In unsere Tasche auf Seite stellen. So. Ah, das ist für Müll und Flaschen. Flasche und hier kann man auch noch was reintun. Kochtöpfe gehen da rein. Ja. Ja, das habe ich ja gerade. Und jetzt machen wir die Zentralverriegelung. So. Okay. Das ist doch keine Zentralverriegelung. Nein, dann ist es nicht. Vielleicht geht es doch irgendwie auch. Ah, zum Zieher. Ah, dann ist nochmal Flasche. So ein kleiner Apotheker auszug. Ja. Also, und für den Weinliebhaber und Bierliebhaber ist auch gedacht. Genug da gesagt. Bringt man genug runter. Ja, genau. Da ist zentrales Beleuchtungssystem. Mhm. Genau. Und was ist da noch drin? Da ist nichts drin. Oh, doch. Wow, da hat es viele Auszüge, ja. Also. Ja. Also da kriegt man schon einiges unter. Ja. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja, hier haben wir die Technik. Mhm. Und da haben wir nochmal ein Stängel. Also, vom Stauraum her macht es einen guten Eindruck. Hier ist mit Klimaanlage verbaut. Schauen wir nochmal hinter. Da sieht man jetzt das Queensbett, die Queensbett-Version. Aber wir gehen dann gleich noch in die Längsbett-Version. Also das sieht eigentlich sieht doch auch ganz gut aus. Mhm. Und hier kann man und hier hat man die Dusche. Schau, ja. Und da. Jawohl. Ja, aber hier ist keine Tür. Ach doch, da kann man die. Doch, da ist dann diese Tür zum. Die Toilettentür. Jawohl. Ein großes Raumbad dann. Das ja. Ist groß. Schauen wir mal. Mal schauen, ja. Das ist sehr groß. Dann, wenn das dann hier die Tür zu ist, da hat man genug Platz auch in der Toilette. Schau mal. Ja. Ja, also, das sieht gut aus. Da haben wir ein Dachfenster. Und in der Dusche hat man auch ein Dachfenster. Das sind auch die optimalen Lösungen. Ja, sehr und schön. Man hat keine Regendusche, denn eine Regendusche braucht kein Mensch in einem Camper. Es ist nämlich so, dass derjenige, der das Fahrzeug mit Wasser versorgen muss, in der Regel, also bei uns bin's ich,
Ja, es gibt ja auch gleichberechtigte Männer, das sind dann die Frauen, ja, bei uns bin's ich. Und ein Mann sieht es nicht gerne, wenn die Frau da gemütlich unter der Regenwasserdusche steht, ja, während dann das ganze Wasser leer geht. Und deswegen ist diese Schlauchlösung optimal. Auf jeden Fall für uns. Andere Camper, andere Interessen. So Und ist es. jeder wie er will, wir sagen nur, wie es uns gefällt. Ja, genau. Das merkt Also, man. wir finden durchaus ein sehr interessantes Fahrzeug. Und jetzt schauen wir noch mal zu den Längsbetten und schauen noch mal, wie da der hintere Bereich aussieht. Der ist auch vier, deswegen sind wir da nicht reingegangen, weil wir interessieren uns für Daimler. Daimler, Daimler, ja. genau. Aber der Heckteil, der ist der gleiche, wie er beim Daimler ist. Ein baugleichen Fahrzeug auf Fiat. Und da sieht man jetzt auch die Sitze umgedreht, auch mit dem praktischen und einfachen System, nämlich diesen Klapptisch. Ja, der lässt sich ja auch gut verschieben. Lässt sich gut verschieben und gut ausklappen. Also ich finde, das ist ein einfaches System, aber voll funktionabel. Ja, Ja. kann man sogar drehen. Ja, also die einfachsten Lösungen kriegen manche Hersteller nicht hin, das muss man mal ganz klar sagen. Das ist jetzt hier auf Fiat-Basisstufe, ist aber auch drin, Ossi, oder? Da ist keine Stufe. Nein. Also auf Fiat-Basis ist keine Stufe drin. Also in diesem Modell auf jeden Fall. Aha. Ja. Ist keine. So, hier sieht man die Kamera, die Rückfahrkamera. Und dann das ganze Cockpit. Hier sogar mit Klappe. Rollo geht auch wieder elektrisch, so wie es aussieht. Und da sieht man, wie die Kameras verbaut sind im Spiegel. Und was ich einen Vorteil finde, ist, dass hier keine Stufe wie beim Mercedes ist. Oder ist hier, nein, da ist ja eine Stufe, da ist nur ein Brett gelegt. Ja, das wird beim Mercedes dann auch gemacht. Also die Stufe ist genauso vorhanden, es ist nur ein Brett darüber. Also das Fiat-Cockpit hat natürlich schon die Vorteile, dass die Frontscheibe wesentlich näher am Lenkrad ist. Und es gibt auch gegen Fiat eigentlich gar nichts zu sagen. Ich finde, Fiat hat einen robusten Motor. Wir fahren ja selbst Fiat. Den einzigen Nachteil, den ich bei Fiat sehe, ist, dass die Assistenzsysteme nach meinem Wissen nicht so modern und umfangreich sind wie bei Daimler. Und deswegen habe ich ein bisschen Respekt vor dem Fiat-Assistenzsystem, aber an sich halte ich den Fiat für einen guten Antriebskopf fürs Wohnmobil. Und dann schauen wir mal in den Heckbereich, oder? Ja. Hier ist jetzt nur alles weiß, aber es ist im Prinzip genau die gleiche. Nee, die Küche ist ein bisschen anders vom Design her. Ja, von der Farbe. Nein, von hier vom Aufbau. Das Ah, ist ein okay. bisschen anders, Ja, aber das ist ja. aber nicht marginal. So. Nein. So, und da haben wir jetzt den hinteren Bereich mit den Einzelbetten. Ja, also das macht einen guten Eindruck, das sind die Schränkle. Sehr schön gemacht. Und auch diese unnützen Eckschränke sind da weg. Ja? Die da sind gut. Hier ins Eck bringen wir gut ran, aber manche haben ja so runde Schränke, ja? Ach so, ja, wo Ja, man kaum hinkommt, wo man oder? so gut wie nicht hinkommt. Hier kommt man ja hin, hier kann man alles Mögliche hinlegen. Und jetzt schauen wir mal, ob da Steckdosen sind. Ja, hier hat es ein paar so Dinger und Ah ja. da Lautsprecher oder Ja, so. also. Es sieht hier ganz gut aus, Das ne? sieht nicht schlecht aus hier. Ja. Und? Schau mal, was sieht das sind Schränke unten. Ja, wo jetzt hier ein zweiter Fernseher montiert Ja, werden den kann können. man hier an die Wand hin Ja, montieren. aber dann kriegst du den Schrank nicht mehr auf. Ja, da muss man das halt so machen, wie es bei uns gemacht ist. Bei uns kriegt man ja den Schrank auf. Ja. Also die Fächer da sind ein wenig klein. Ja, aber hier ist ja noch ein Schrank. Ah. Ziemlich. Guck mal. Der war beim anderen nicht die Mercedes, oder? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Ja. Und die Schiebetür ist hier. Nein, hier ist noch ein Schrank. Aha, okay.
Ich weiß nicht, ist der länger oder gleich? Schalte eine andere Aufteilung. Ja, der ist mit vier und deswegen ist er ein kleiner. Und da haben wir ein Schubladensystem. Das finde ich ja sehr praktisch. Ja, das sind zwei Schubladen. Ja. Hier. Das ist also wirklich immer eine super Idee. Ja, gar nicht schlecht. Und dann haben wir hier die andere Seite. Und da hat man... Ja, der ist auch groß. Das ist ein kleiner Schrank, oder? Oh, nee, ich weiß es nicht. Einfach ein Schrank. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Schrank ist. Ich habe sie jetzt keine. Lattenrost, aber gut, da kann man, könnte man sich fröhlich hinmachen, wenn man das möchte. Ja, das ist schön. Ja, ich vielleicht, vielleicht schläft man aber auch mit Lattenrost gut. Ein Kleiderschrank kann das jetzt sein, weil der ist ja nur, der ist nicht so hoch. Mhm. Ich weiß nicht, ein richtiger Kleiderschrank fehlt. Richtiger Kleiderschrank fehlt außer dem kleinen Schrank hier. Ja, aber der hat Fächer, da müssen wir halt, aber das sind Kleiderstangen, also theoretisch kann man Fächer, kann man einfach praktisch rausmachen und was hinhängen. Also das kann man individuell machen und ja, ja. Und da ist auch noch Technik, irgendwelche Technik verbaut. Mhm. Okay. Aber ich, im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus. Also das Fahrzeug macht durchaus einen guten Eindruck. Jetzt schauen wir uns noch ein anderes Detail an. Denn wir haben uns jetzt auch ein bisschen kundig gemacht am freundlichen Standpersonal. Und da können wir euch jetzt dann noch zwei Innovationen von Le Voyageur berichten. So, dann werfen wir noch einen Blick in die Heckgarage. Die ist auch relativ schön groß. Da bringt man was unter. Das ist jetzt, kann das sein, dass sie ein bisschen niedriger ist als ja, das bei ist jetzt uns? Wegen dem Queensbett, weil das ist das Modell so. Mit dem Queensbett. Ja. Und, aber wir können auch mal in die Fiat-Garage schauen. Das ist ja die mit der mit dem Längsbett. Hm? Also da sieht man schon unterm Längsbett. Da ist deutlich mehr Platz in der Heckgarage, weil da noch die seitlichen Fächer drin sind. Ach schau, das ist jetzt der Schrank ja. Von innen, also da ah, ist der Schrank von innen zugänglich. Von innen ja. Und von außen, ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Mhm. Kriege ich eine Bierkiste rein und kann, braucht er nur reinlangen. Die Frage ist, wie es mit der Isolierung ist, denn das ist ja sicherlich nicht beheizt da. Und da kann es natürlich sein, dass es eine Kältebrücke ist. So, jetzt sieht man da eine Kamera. Dann sieht man da eine Kamera. Und auch seitlich ist auch eine Kamera. Und das Ganze nennt man Bird View. Das heißt, man hat eine Rundumsicht um das ganze Wohnmobil. Was die neueste Technik ist von sicheren Rückwärtsfahren und auch seitlich fahren. Das ähnliches System gibt es im Fiat und das wollen wir euch jetzt auch noch zeigen. Da ist sie nämlich Rückfahrkameras direkt in den Spiegeln angebracht. Hier haben wir den Fiat-Spiegel und da sieht man, da ist eine Kamera verbaut. Das heißt, die elektronische Rückfahrkamera ist hier beim Fiat mit drinnen. Und das halte ich natürlich schon für eine tolle Sache, Rosi, oder? Ja, das finde ich jetzt auch ganz gut. Also, ich bin positiv beeindruckt von dem Fahrzeug. Mhm. Rosi auch. Kaufen tun wir uns trotzdem kein neues. aber wirklich ein tolles Fahrzeug. Schaut mal her, Halle 3 bei Le Voyageur. Gehört zur Pilotgruppe. Und Frangia. Sehenswertes Fahrzeug, innovativ, mit Rückfahrhilfe, durchaus empfehlenswert.
So, jetzt haben wir uns nochmal an meinem freundlichen Standpersonal kundig gemacht und haben uns sagen lassen, dass sowohl die Birdview als auch die Fiat-Kamera keine tote Winkelkameras sind, sondern dass die eigentlich mehr als Einparkhilfen gedacht sind, dauerhaft. Auch man kann natürlich auch den Verkehr, den rückwärtigen Verkehr und den seitlichen Verkehr beobachten. Also wie man das Kind jetzt nennt, das spielt jetzt keine Rolle. Dazu ist es eine Unterstützungskamera da. Ja. Wie man sie bezeichnet, das überlassen wir jedem selber. Schaut euch einfach, macht euch selber kundig, schaut bei Le Foyer Coeur. Le Foyer, ja, Le Foyer, der nette Franzose uns ja. Jetzt gesagt. Ja, also. Le Foyer Coeur, schaut, ja. Schaut vorbei und da wird euch alles erklärt. Halle 3, Messe CMT Stuttgart 2024. Jawohl. Das waren Ussi und Helle und wir gehen jetzt wieder weiter. Ja. So, und zum Tempomat habe ich mich auch noch kundig gemacht. Bei Mercedes, der bietet natürlich alles, inklusive Abstand etc. Oder Abstandshalter. Und bei Fiat, der ist kaum verbessert, es lässt sich keine Geschwindigkeit einstellen. Und per WIP-Schalter kann man 10 Kilometer hoch und 10 Kilometer runter schalten, aber Einzelkilometer-Schaltung geht nicht. Also der hat sich noch nicht wesentlich verbessert.